Hallo liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und es sieht extrem gut aus. Bin bei 2955 Punkte, hab hier schon zwei Sets heute gespielt. Ein 4 zu 1, ein 3 zu 2. Knappe Kämpfe, harte Kämpfe, aber habe ich hingekriegt. 45 Punkte fehlen nur noch bis zu Legend. Theoretisch mit einem ganz guten 4 zu 1 könnte man es vielleicht sogar schaffen. 5-0 wäre mir lieber. Aber mal gucken, wie es sich jetzt heute machen lässt. Und ob wir auch Gegner finden. Aber mal glubschen. Ja. Passiert was? Ja. Erster Kampf. Mal gucken. Gegen Taichu. Oh, Führung ist natürlich kacke. Über. Immerhin abgefangen. Sehr schön. Das heißt, wir haben Energie auf Dialga. Ja, das ist nicht schlimm. Wir sind einmal abgeschwächt, ne? Also. Spukball überlebe ich. Ah, Steinkante wird wahrscheinlich jetzt auch noch überleben, ne? Ja. Schade. Aber wir nehmen das erstmal. Okay, unheilbe. Hol mir hier sogar Energie. Und mal gucken, was reinkommt. Bitte kein Wasser-Pokémon. Bitte nichts mit Wasser, ja, überlegt. Ja, egal. Schöne. Ich habe Sturzflug eingesetzt. Es war klar, dass der Typ ködert, ne? Ah, er mag Ho-Oh nicht. Okay, hier können wir uns erstmal Energie gönnen, ein bisschen. Gehen direkt auf Zeitenlärm natürlich. Okay, er schüttet. Er muss auf Zeitenlärm gehen. Eisenschädel, ja, könnte reichen. Ja. Hier fahre ich jetzt gemütlich runter. Er dürfte theoretisch drüben noch nicht die Steinkarte haben. Wenn mich das nicht täuscht. Und er ködert mit Eisenschädel, ne? Okay. Ja, okay. Sehr schön. Den Kampf haben wir auch schon mal gewonnen. Sehr schön. Da war es schlau, einfach mit hier Ho-Oh einfach runterzufahren. Auf Dialga hatte ich schon Energie. Und wenn man auf zwei Pokémon ganz gut Energie hat, ist das gar nicht mal so schlecht. Gegen Humpaka. Drüber. Oh Gott, das hier hasse ich. Ah, das sollte alles machbar sein.
Jetzt schütte ich ja, glaube ich, einmal rein. Das könnte vielleicht helfen. Nächste Steinkante. Das ist aber nicht schlimm. Ich gehe hier auch mit beiden Schilden rein. So, kommt damit die Alger wieder rein? Oder womit? Schon interessant. Schon interessant. Ich weiß, dass ich mit Ho-Oh jetzt einen Zeitenlärm auf jeden Fall überlebe. Okay. Ja, okay, das ist verloren. Er muss nur auf die Steinkante gehen. Ach, dass da ein Demeterus noch ist, ne? Ja, das Demeterus nervt mich, ne? Eisenschädel wird da leider schön. Natürlich. Oh, ich habe keinen Einer schon rausgekriegt. Schade. Schade. Ja. Okay. Okay, er hat noch eine Attacke leider. Ah, hätte ich den Eisenschädel noch geschafft, hätte ich gewonnen. Aber leider hat sein Diaga noch Energie. Ja, Donnermann. Ja, stimmt, er ist ja. Wobei, er hat Eisenschädel eingesetzt. Ja. Naja. War aber dennoch noch knapp. Okay, ich darf nicht mehr so leichtfertig meine Schilde hergeben. Ich muss versuchen, den Wüstenorkan von seinem Demeterus auf meinen Demeterus immer abzufangen. Immer. Auch wenn meine Steinkante dann abgeschwächt ist. Ist halt schwierig gegen Demeterus-Lied, ne? Na, jetzt dauert es wieder ewig. Okay, das dauert ein bisschen. Okay. Ihr habt gesehen, ich wollte gerade rausgehen, weil ich gerade sagen wollte, das dauert mir zu lange. Okay, Legend-Spieler. Ho-Oh-Führung hasse ich auch. Dann mache ich mal. Na, da gehen sie immer hier auf Sturzflug, das ist mir aber egal. Mit Sturzflug überlebe ich ja. Okay, Kapokini hier. Alter Falter. Das ist frech. Jo. Naturzorn gebe ich mir sogar. Ahem.
Nee, nein. Als ob Kapukimi hier den Gleichstand gewinnt. Okay, das ist gut. Ach so, war kein Gleichstand, okay. Aber ich habe eigentlich gedrückt gehabt. So, wir machen hier noch ein paar Feuerodem. Ich hoffe, er hat nicht noch ein Wasser-Pokémon hinten. Okay, ich hätte auch ködern können. Diesmal schädig. Läuterfeuer, okay. Ach komm, als ob. Ich gehe aber immer auf Steinkante. Ich muss schön, ne? Ich muss leider schön. Ich gehe wieder auf Steinkante. Oh, die Wechseluhr spielt nicht mit. Und die Wechseluhr spielt leider nicht mit. Och Mann. Wer denkt sich auch so ein Team aus? Mal ehrlich. Ja, ich hätte ködern müssen. Ach komm, als ob er abfängt rechtzeitig. Ja. Als ob er das rechtzeitig abfängt. Ja, keine Chance. Keine Chance. Er hat leider den Eisenschädel rechtzeitig abgefangen. Ja. Ekelhaftes Team vom Gegner, definitiv. Oh, vielleicht hätte ich hier meinen Demeterus einfach gehen sollen. Da wäre er bestimmt auch mit Kapukime reingekommen. Und zum Schluss hätte ich ihn weggebraten. Schade. Schade. So, nächster Kampf beginnt. Ah. Marici. Mal gucken, was er hat. Wir haben die Ärger. Seishin ist erstmal okay. Erstmal alright. Okay. Nö. Schädig. Dich. Genau. Hallo. Gleichstand gewonnen, perfekt. Ich werde nicht schön hier. Nein, ich schöne nicht. Nehmen wir mal die Steinkante. Perfekt. Nicht perfekt. Nein. Och, Igitt. Aber warum ist das hier hinten? Ja, ich überlebe das. Aber trotzdem. Trotzdem nervt mich das so ein bisschen. Oh, okay. Na, mal gucken, ausprobieren, dass er, ob er Stromstoß hat. Natürlich hat er Stromstoß, natürlich. Boah, wie viel
Wie viel hat er noch? Hallo? Hallo? Ey. Ich hasse solche, ne? Ich hasse es einfach. Kein Nahkampf, nein? Ja, verloren. Boah, hätte ich einäschern oder so geschafft. Also, ne? Es geschafft, ihn runterzufahren, hätte ich gewonnen. Läuterfeuer hätte ihn so weggebrezelt. Ein negatives Set, natürlich. Wäre auch zu schön gewesen, jetzt die Legende zu erreichen. Boah, das kotzt mich gerade ein bisschen an. Natürlich spielt er leider Nahkampfknüller und so. Nahkampf und Stromstoß meine ich. Und hat leider die Attacke vor mir gehabt. Pocket Guardian 2. Ja, okay, Arctidas hier vorne ist in Ordnung. Will ich hinten nicht sehen. Ja, kannst mir deinen blöden Eissturm gerne geben. So, einen Eissturm halte ich noch aus, das weiß ich. Ja, Arctidas ist ekelhaft. Arctidas nervt richtig. Natürlich. Aber weißt du was? Ist mir egal. Ja, das ist mir egal. Gib mir Läuterfeuer. Nicht. Dann gibt es hier Sturzflug. Der Extraklasse. Schilde das. Dann kommt wahrscheinlich wieder das Arctidas 4 rein. Ich gehe blind. Ach komm. Ach komm. Natürlich. Natürlich. Wenn schon dann richtig, ne? Wenn schon dann richtig. Ekelhaft. Ekelhaft einfach. Ja. Er braucht hier nicht mal einsetzen. Das ist so ein ekelhaftes Team vom Gegner, ne? Ja, ich muss hier schillen. Ja, dann noch auf Steinhage gehen, ne? Echt abartig. Das ist abartig, sowas. Und dann noch auf Steinhage gehen. Sofort einnützen. Ja, ein 1 zu 4 leider. Wird das. Nashrive macht zu viel Schaden. Ja, viel zu viel Schaden, ja. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Arctidas vorne, ich habe nur Dialga gegen Palkia. Das ist schon abartig, das Team. Immer schön abschwächen, ja. Außer hier Palkia. Das schwächt nicht ab. Schade, dass er nicht mit Arctidas reingekommen ist. Ich hätte auf Sturzflug gehen müssen.
Sturzflugkette was ausmachen können. Ich hätte rausgehen müssen. Instant. Naja. Was soll ich da machen? Was soll man noch machen? Also, nee. Wir gehen ins nächste Set. Also, mit Legend wird es heute leider noch nichts. Wahrscheinlich so gegen Taka 6-5. Ich gehe gleich in Demeteros. Ja, natürlich. Natürlich. Natürlich Leck des Todes. Wenn die Server mal einigermaßen funktionieren würden, ne? Die Sofort-Attacke hätte ja gar nicht kriegen dürfen. Es war eigentlich ein Gladattackenleistand, aber okay. Aber er muss eh nochmal einsetzen, also das ist mir völlig egal. Das ist mir gerade völlig egal. Was soll er machen? Das ist ein abgeschwächter Spukball nur, höchstens. Und doktert hier eifrig rum. Hallo. Wir gehen hier gemütlich auf Zeiten lernen. Er scheint ausnahmsweise kein Demeteros drin zu haben. Leider schildert er. Ich gehe hier rüber jetzt. Muss auch gleich selbst schilden. Ah, das ist nicht schlimm. Selbst wenn er ködert, ist das nicht schlimm. Ja, das ist egal. Wir gehen hier auf die Attacke. Er schildert sogar, okay. Mal sehen, ob wieder ein Eisenschädel kommt. Natürlich. Das gibt's doch nicht. Hier sofort Läuterfeuer aktivieren. Hier kommt Sturzflug sofort. Und hier kommt der sofortige Wechsel. Okay, das hat wenigstens mal geklappt. Schön, dass ein Xerneas noch hinten war. Okay, hier haben wir schon mal einen Sieg. Positiv wäre echt schön. 5-0 oder so. Aber mal glubschen. Kampf beginnt. In Galfort 10702 oder so. Schon wieder das Vieh in der Führung. Igitt. Aber wenigstens kommt das dann als nächstes rausgelockt. Da weiß ich aber auch schon sofort, welches Team das ist. Ich bin ja nicht doof. Ich habe keine Senkung bekommen bisher. Das ist sehr gut. Aber er kriegt sie sehr schön. Ja, das ist mir eigentlich egal. Hat aber klug gespielt.
Ich glaube, hier kommt maximal nur ein Knirscher. Weiß ich aber nicht. Ja, nur maximal Knirscher. Okay, er scheint doch kein Sogalio zu haben. Ich hätte auch auf Zeitlärm gehen können, ne? Aber dann war ich jetzt noch nie bei den Gegnern. Okay, er schildert. Dann geh ich hier rein. Jetzt werde er auf jeden Fall schilden. Läuterfeuer, ja, aber klar. Wir gehen auf Steinkante. Okay. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Schild ist da, ja. So. Na, ich komme noch nicht rüber, ich komme noch nicht rüber. Jetzt. Er braucht einen Zeitenlärm. Er braucht einen Zeitenlärm. Mich hier rauszunehmen. Komm, sie. Das war knapp. Das war haarscharf. Gut, dass der Gegner die Steinkante nicht geschildert hat. Und Schiss zum Glück. Ja, das Set sieht wieder jetzt hier besser aus. Aber mal gucken. Wenn es 5-0 wird, werde ich noch ein Set dranhängen. Dann wird es hier ein Dreier-Set. Mal sehen, was kommt. Wartezeiten sind wieder astronomisch hier. Gegen Jan Solo. Gegen den habe ich doch schon gekämpft heute. Aber nicht gegen Crypto Mewtwo. Nicht gegen Crypto Mewtwo. Nope. Wie ich es liebe mit den Lags. Na, schütt ich nicht. Mir egal. So, nehmen wir mal das hier. Och, diese Server sind Dreck. Die Server sind aktuell so ein Dreck, Leute. Okay, er geht auf Zeitlärm, dann müsste ich runterfahren können. Hoffe ich. Komm. Oh, ich dachte schon, ne? Ich dachte schon, ne? Ich hasse diese Ruckelei. Gehe ich auf Steinkante, oder? Ich hätte auf Steinkante gehen können. Schade. Dann gehe ich hier auf Steinkante. Ja, egal. Aber ein interessantes Team vom Gegner.
Ich schäle mal nicht. Kommt ein Knöscher? Okay, jetzt kommt ein Knöscher. Eine muss ich eh durchlassen. Ich glaube, das verliere ich knapp leider. Ich glaube nicht, dass Ho-Oh den Gleichstand gegen Gyarados gewinnt. Weiß ich nicht. Oh! Ich wollte gar. Was war das denn? Ich wollte gar nicht ausholen. Oh, okay. Er lässt mich sogar gewinnen. Oder hat er noch keinen Nassschweif? Aber egal. Nehme ich so. War auch echt enge. Oder er wollte runterfahren, um Nassschweif gegen Dialga zu haben. Kann auch sein. Wir sind auf jeden Fall hier positiv unterwegs. Cooler Kampf gewesen. Sehr cooler Kampf. Wir sind schon mal positiv jetzt in dem Set. Ja, im ersten Set hätte ich keine zwei Schilde reingeben sollen. Das war ein Fehler. Ah, egal. Wir sind alles nur Menschen. Jeder macht Fehler. Selbst die Besten hier unter uns, auch im PvP, machen mal Fehler. Wo ich mich jetzt auf jeden Fall nicht mit dazu zählen würde. Ich bin auf jeden Fall Durchschnittsspieler. Aber naja. Man spielt es ja auch nur eigentlich, weil man Spaß dran hat. Was keinen Spaß macht, sind diese Wartezeiten. Geh nochmal raus. Und gehen rein. Hallo, Master Ivan. Grüß dich, Kumpel. So, mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Wartezeiten sind aber gerade echt irre. Acht, vier, sieben, zwei, BC. Ja, da hätte Ho-Oh mehr Bock gegen. Aber ein Nature Zorn macht nichts. So. Super. Und wir holen aus. Perfekt. Bop, 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 bop. Boah, da gehe ich auf Sturzflug gleich instant. Despotar ist natürlich echt abartig. Ja, 6 Uhr runterticken lassen. Ja, natürlich kommt da zur Attacke. Er wird noch einen Konter haben, bestimmt. Aber das ist mir egal. Ich habe hier schon eine Idee. Mhm.
Ich habe eine Idee. Ich hoffe, sie klappt. Er muss ja gleich eigentlich einsetzen. Das Vieh ist schon mal weg, das ist gut. Genau. Ich hoffe, das löscht mich aus. Okay, nein, ich bin zu weit weg, oder? Ah, nein, nein, hat geklappt. Okay, mein Vorhaben hat geklappt. Er musste ausgeben wegen der Steinkante und das sollte eigentlich das Vieh rausnehmen. Caputore, Leute, Caputore. Despotar war natürlich übel. Ah, 4 zu 1. Oh, vielleicht gehen wir doch ein 5-0 hin. Und es jetzt schnell geht. Aber wenigstens das 1 zu 4 eben ausgeglichen. Auf jeden Fall jetzt. Aber noch ein Sieg wäre schön. Gib mir nochmal Krypto Mewtwo vorne, sage ich. Wechsel auf Dialga, sage ich. Dann geht die Post ab. Ich hasse dieses Vieh. Ich kann dieses Drecksvieh nicht mehr sehen, Leute. Ich glaube, ich lasse auch jetzt den Eissturm zu, natürlich. Ich werde jetzt meinen Eisenschädel machen müssen. Gehe jetzt in Demeteros. Wird hier gleich abgeschwächt. Das ist schön natürlich. Das ist mir aber egal. Ich glaube, das wird ihn nicht mehr killen, aber zur Not fahre ich dann runter. Ja, das ist Runterfarmreichweite. Ich hasse diese Abschwächungsteams, ne? Ja, meine Lugia. Hier auf schöne Steinkanten. Oh, ich hätte vielleicht. Ah, ich hätte vielleicht auf Ho-Oh gemusst. Na, ah, hier kommt jetzt der Luftschuss. Schade. Ja, das war doof. Ich hätte auf Ho-Oh gemusst. Ah ja. Okay, ja. Es hängt wieder total. Okay, ja, das wird kein 5 zu 0. Ja, hallo? Come on, als ob, ich hasse diese Server, ne? Die sind so dreckig. Das sind solche Drecks-Server. Ja, Drecks-Server. Absolute Drecks-Server, was soll ich dazu sagen? Es hätte ein 5-0 zu werden können, theoretisch, aber wenn die Server hier nicht mitspielen, ist es halt so. Wir kriegen Schloppy-Poppy. Aber wir machen noch ein Set. Ah, ja doch, wir machen noch ein Set, aber das kommt, das schneide ich später dran. Pff, 4 Punkte weniger. Okay.
Naja. Aber für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein. Bis nächstes Mal. Ciao.